er in der Nähe des Bahnhofes hauptsächlich viele junge Männer, die eigentlich auf Arbeitssuche oder aus sonstigen Gründen nach Hannover gekommen sind, in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg war ja die soziale Not groß, dass er die dort abgefangen hat, in sein Wohnhaus gelockt hat und die dort ermordet hat. Er hat sie dann auch zerteilt. Es gibt ja das schöne Lied, warte, warte, nur ein Wäldchen, dann kommt Hamann auch zu dir. Mit dem Hackebällchen macht er Hackefleisch aus dir. Ja.